Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Heute an Haleys Geburtstag mit Jimmy, hallo Jimmy, und Emily und dem kleinen Vögelchen. Ja. Gießen brauchen wir nicht, aber das müssen wir eh nicht, weil wir faul sind. So, wir können heute vielleicht aber auch nicht, uns um Pams Haus kümmern. Bin mal gespannt, was das bringt. Vielleicht bringt es auch gar nichts. Klar und Sonne, klar. Wahrsager. Leicht verstört, das ist okay. Die Königin der Soßen. Nein. Nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Kekse. Eis. Oh, ein Flamingo. So, das nehmen wir mit. Die FPS gehen wie immer in den Keller, wenn ich draußen bin bei Regen. Das ist normal bei mir. Machen wir uns nichts draus. Heute ist ein Erntetag. Und wir müssen den Flamingo hier reinhauen. So, wo ist meine schlaue Liste schon wieder gelandet? Es ist furchtbar, dieses ständige Aufzuräumen hier. Ich habe noch nicht alles weggemacht. Ah ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ja, 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 okay, keine Ahnung. Irgendwas werden wir heute schon tun. Erstmal ernten. Nein. Die Zeit hält übrigens an, sobald wir ernten. Schaut mal auf... Oh, eine Krähe, macht einen schönen Tag. Schaut mal auf die Zeit, wenn wir gerade ernten. Dann wird die nämlich ganz kurz hellgrau. Und das heißt, die hält an. So, hier, die Erdbeeren brauchen noch ein bisschen. Ist hier was drin? Nö, nicht viel. Ihr seid faul. Eigentlich brauchen wir die Dinger gar nicht. Oh, ich kann Blumenkohl ernten. Kann ich auch? Nee. Oh, das wird ein... ordentlichen Batzen Geld geben. Oh, und Kohl war auch... was? Okay, Kohl muss ich so ernten. Ich habe mich gerade mega erschrocken, weil der das so gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe nicht rechtsklick geklickt. Ich habe jetzt gedacht, ich habe die Pflanzen zerstört. Habe ich gerade wirklich gedacht. Ich habe sie nämlich nicht gemerkt. So, das hier läuft alles soweit. Das hier braucht auch noch. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu den Tierchen. Und zu den Schleimchen. Versuchen ein Vermögen zu machen. Und kümmern uns dann um Pams Haus. Und wenn wir Zeit haben, können wir ja eigentlich noch an den Strand, weil ich eh nochmal. Und was will ich noch machen? Ja, in die Mine. Also aktuell können wir eigentlich sehr viel in die Mine gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, der gute Versteinerschleim. Ich finde es super, wenn wir so viel Geld haben, wenn ich ehrlich bin. Viel Geld haben ist so viel besser als wenig Geld haben. Bin ich ganz alleine drauf gekommen. Haley dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich wollte ja eigentlich wirklich an ihren Geburtstagen, weil ich den Leuten ja schon so ein Geschenk übergeben. Ist ja auch eigentlich nur rechtens, ab und zu schenken sie uns ja auch was. So, dann habe ich den Grünkohl erledigt. Das war nämlich auch eine Aufgabe. Ja, weg damit. Harz kommt hier rein.
Bohnen hatte ich hier garantiert. Blumenkohl? Hatte ich auch hier. Habe ich Kohl hier irgendwo gehabt? Hier auf jeden Fall nicht. Okay, da bin ich auch so drauf gekommen, Entschuldigung. Hier. Aprikosen, Kirschen. Ich habe echt keinen Kohl gehabt. Verrückte Sache. So, was können wir denn noch anbauen? Nimmst jetzt mal das obere, bitte. So. Das könnte noch fertig werden, da haben wir aber nicht mehr genug für alle. Ansonsten Blumenkohl. Ich würde sagen, wir machen Rhabarber und Blumenkohl. Erstmal machen wir den Rhabarber. Hier unten. Oh, da ist ja noch mehr. Okay, haben wir noch ein bisschen Saat übrig, das ist okay. Blumenkohl hier oben, hier unten. Kann es sein, dass die blöden Ernter da nicht rauskommen, weil es geregnet hat? Das wäre eine echt schwache Leistung, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe schon wenig Anforderungen. Okay. Nächstes Tierchen. Hier ist nichts reif, oder? Nö. Gut, spare ich Zeit. Ich verplemper schon wieder den ganzen Tag bei den Tieren. Okay, das ist noch ein bisschen was. Vielleicht kann ich auch demnächst noch ein. Ja. Sieht glücklich aus. Ich mag es, wenn meine Tiere glücklich sind. Meine Katze ist gerade auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Wir machen heute mal. Wir lassen heute mal die Enteneier. Mein Sport für heute habe ich nämlich schon erledigt und das macht mich glücklich. Jetzt noch so ein, zwei Stündchen aufnehmen. Heute ist eigentlich wieder Aufnahmemarathon angesagt. Ja. Diese fetten Schafe. Okay, Schafe scheren. Ich muss dann nochmal schauen bei Pams Haus, was ich da alles brauchte. Ich hab's nämlich nicht gemerkt. Sehen. Ja, melk doch einfach mal die Tiere, die wirklich das. Hörst du mal auf damit? Nee. Ja. Warum hab ich die Heli genannt? Doofe Heli. Damit meine ich nicht die Ziege, damit meine ich die große Ziege. So. Ich hätte wirklich jetzt gerne noch eine kleine Ziegenmilch, aber da brauche ich wirklich einen neuen Stall. Anders kriege ich da keinen. Nein. Eck Heli. Sie stinkt übrigens wie die echte Heli. Nur mal so als Randinfo. So, der halbe Tag ist schon um. Super. Was haben wir effektiv geschafft? Nur das, was wir standardmäßig machen. Der Rest ist alles noch zu tun. Wein ist fertig. Okay, in dem Fall habe ich was vor. Ich nehme mal die Bohnen hier. Sorry, das muss jetzt sein. Denn da ist was ich unbedingt mal versuchen muss. Geht tatsächlich. Coole Sache.
Verkaufen tun wir das. Das. Sowas brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Saatgut kann hier rein. Ausnahmsweise lege ich jetzt mal alles hier zwischen, denn ich habe nicht Zeit hier den ganzen Tag rumzueiern. Tatsächlich bin ich wirklich ein bisschen in Bedrängnis. Okay, wir brauchen eine Kokosnuss für Haley. Das weiß ich nämlich noch. Wir brauchen Holz. Wir haben überhaupt kaum noch Steine, oder? Okay, ich nehme mal die Steine mit. Jetzt erstmal schnell hoch. Schnell zu Robin. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können einfach mal ganz schnell das Haus in Auftrag geben. Das nehme ich mit. Übrigens in der vorletzten Folge, das mit den Händler, dem Merchant, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ah, ich darf. Gemeinschaftsverbesserung. Was sagst du? Du willst per mein Haus bauen? Das ist eine tolle Idee. Ich brauche nur 950 Holz und 500.000 Gold. Damit ist sie halbe Millionärin dafür, dass sie Haus bauen darf. Ja. Das ist sehr großzügig von dir. Ich fange gleich morgen damit an. Es dauert so um die 3 Tage. Ja klar, kein Problem. Oh, guck mal, ich darf weitermachen. Was braucht denn der Stall? Ah, okay, Holz. Ja, klar. Die sind echt billig, diese Hütten. Ich habe keinen Freund, der Stardew Valley spielt. Wenn ich mich persönlich entscheiden müsste, ich wüsste nicht, was für ein Haus ich wollte. Ich glaube, ich hätte wirklich eine Steinhütte am liebsten. Grüße, bleib im Haus, wenn du dich warm halten willst. Okay. Komm mal her, Maro. Hi. Macht Spaß, damit zu arbeiten? Klar. Nun, das ist gut, nicht? Kriegst du das mal Schwert ins Gesicht? Der ist natürlich wieder nicht da, er programmiert gerade nicht. Wenn ich schon mal da bin, Robin. Robin? Okay, dann red halt nicht mit mir. Kann ich eh nicht leiden. Das stimmt nicht, ich finde sie toll. Morgen würde ich tatsächlich gerne mal wieder zum Schmied gehen und unsere ganzen Geoden abgeben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Haley. Und geben das ab, dann gehen wir an den Strand, machen die Reusen und gehen nochmal ein bisschen in die Mine. 6 rote Schleime. Ja, mehr als schief gehen kann es ja nicht. In die Mine will ich ja eh. Und ich wollte ja zu Haley. Wir sind übrigens ziemlich abgebrannt mittlerweile. Ah, da ist sie ja. Haley, ich habe hier was, was genauso hohl ist wie dein Kopf. Oh, es hat mein Geburtstag gestimmt wohl. Danke, das ist nett. Ich denke nach, ein paar Klamotten zu spenden. Ich habe sicher 100 Paar Schuhe. Du könntest auch meine Frau sein, aber nur in Bezug auf Schuhe. Sonst nicht. Die würde ich nie heiraten. Ernsthaft, ich würde niemals Haley heiraten im echten Leben. Ich weiß, die meisten Leute sind tatsächlich, habe ich so mitgekriegt. Sie haben es mir nicht in die Kommentare geschrieben, aber ich habe mal so geschaut, wer, was so immer genommen wird für eine Frau. Und Haley ist mit ganz vorne tatsächlich. Das wundert mich. Die behandelt einen so scheiße. Und die Leute scheinen das zu mögen. Klar, sie ändert sich dann, aber nur weil jemand, die sind für mich sind Leute eigentlich schon durch, die sich für was Besseres halten. Wenn ich denke, dass die sich für was Besseres halten, dann sind die bei mir eigentlich unten durch. Das kann ich einfach überhaupt nicht leiden, wenn ich ehrlich bin.
muss dann unbedingt mal gucken, was das so einbringt. Ich würde immer noch sagen, ey, jetzt könnte das hier wunder. Da könnte sich immer Fischkötter kaufen und das Zeug abernten. Jeden Tag. Da bräuchte auch sein Roman nicht. Es ist doch eine. Es ist eine relativ leichte Arbeit. An und für sich ist es schnell getan und du kriegst Geld raus. Es ist mir ein Rätsel, warum er das nicht macht. Ja, er ist sich wahrscheinlich zu fein dafür. So, jetzt nochmal schnell auf die. Auf die Farm und dann ab in die Mine. Ich verkaufe jetzt mal ausnahmsweise alles, was ich so gekriegt habe, außer natürlich die Sachen, die ich nicht verkaufen kann, die ich recyceln muss. Die könnte ich dann zwar natürlich auch verkaufen, aber mir geht es erstmal nur darum, was man so an und für sich davon kriegt. Ich mag meine Farm so, wie sie ist. Die muss aus meiner Sicht nicht unbedingt größer sein. Es ist ausreichend. Man muss nicht immer alles optimieren. Ach. Das ist weg. So. Sieben Krabben rausgekriegt. Okay, das habe ich jetzt hier gefunden, aber ist ja auch egal. Die Miesmuscheln kann auch weg. Und noch der Müll, den wir haben. Also es ist doch schon einiges. Es ist echt eine Menge Geld. Zusätzlich, ich kann auch diesen ganzen Kram hier holen. Ach ja, der böse Stein. Das schaffen wir natürlich nicht. Und ich wollte sowieso mal schauen, ob ich meine Werkzeuge noch ein bisschen aufrüsten kann auf Iridium. Oh, ich gehe trotzdem in die 50. Ehrlich gesagt. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel Kohle hier. Die lebende Kohle. Und Höhlenkarotten. Gerade die Spitzhacke hätte ich gerne auf Iridium. Da kann ich auch gleich alles abgeben an Waffen, was ich noch hab. An Dingern, ihr wisst schon. Dinger halt. Sämtliche Geoden. Ah, ich habe die Musik vermisst. Ich darf auch nicht vergessen, Stardew Valley Musik muss ich auch noch rausnehmen, wenn ich das Minecraft Let's Play anfange. Ja, es wird kommen. Dieses Jahr, ich versprech's. Sofern ich's aufgenommen kriege. Ah, ich schulde euch ja auch noch ein Skyrim Let's Play. Obwohl ich mich auch frage, warum lasse ich mich auf solche Sachen überhaupt ein? Ich habe so wenig Abonnenten. Ich kriege kein Geld dafür. Es wurde auch gerade angefragt, ob ich mal wieder ein Flash-Game-Spiel spielen könnte. Oh ja, kann ich machen. Ich habe noch ein paar, die ich seit Ewigkeiten auf der, sagen wir mal, auf Halde habe, die ich mal ausprobieren würde. Die habe ich mir eigentlich aufgehoben, wenn ich in Urlaub gehe und nicht mit dem Folgen produzieren hinterher komme. Dafür hätte ich mir jetzt eigentlich so ein Spiel aufgehoben. Aber es ist ja eigentlich egal, wann ich die mache. Wahrscheinlich sind die Flash Games noch weniger problematisch als manch anderes Spiel. Ich meine, bei einigen Spielen habe ich schon Aufnahmeprobleme. Sie unter schwarzer Flagge. Muss ich halt auch noch unbedingt wieder weitermachen. Das heißt aber, ich muss erstmal. Das Schlimmste bei unter schwarzer Flagge ist eigentlich wirklich diese permanenten Abstürze. Schleim wollte einfach nicht sterben. Komm her. Er hat seine Farbe gewechselt, hat er es gesehen? Ja, kommt. Lass mich doch nicht suchen. Wenn ich dann denke, wie ich anfangs
mich abgemüht habe, hier durchzukommen teilweise. Und jetzt? Könnte ich die Mine wahrscheinlich... Naja, okay, an einem Tag schaffe ich es nicht, aber... Wie man hier einfach durchrennen, problemlos. Die andere ist immer noch gefährlich, die große. Was? Was machst du da? Der hat mich gerade nicht wechseln lassen. Ich wollte gerade einfach nur mit dem Mausrad hier wechseln, aber das hat er nicht zugelassen. Das da ist entweder Iridium oder so ein paar... Ah, ein Aquamarin, okay. Ich glaube, da weiß man nie so richtig, was drin ist immer. Oh, ich bin echt nur auf Pams Haus gespannt. Diamant? 250 wert. Ich will euch. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, ich muss gehen. Nee, keine Zeit. Aber ich erwische immer mehr... nicht in die Stadt. Ich erwische immer mehr... Staubgeister. Und wenn ich das dann geschafft habe, brauche ich eigentlich auch nicht mehr in diese Mine. Schon wieder so eine indische Glaswelt. So, hier haben wir mal rein. Nettige oder nicht. So, die Winterwurzel. Ah, passt auch wunderbar rein. Ich sag, die Geoden sollte ich vielleicht doch mal wieder in das andere reintun. Wo habe ich denn hier noch eine Geode? Habe ich bloß die gehabt? Ich hatte auch noch... Da. Da ist noch mehr. Ich finde gar keine normalen Geoden mehr. Ich finde nur noch solche. Wisst ihr was, den Schleimball... Also Schleimball weg damit. Und jetzt gehen wir ins Bett. Emily vermisst mich schon. Meine Frau vermisst mich übrigens auch immer, wenn ich noch so ein paar Minuten länger mache, um über Nacht hochzuladen. Findet sie meistens nicht so lustig, weil es dauert doch ein paar Minuten. Oder sag nicht, sie kriegt ein Kind. Errungenschaft freigeschaltet, Polykultur. Grüne Bohne. Ja, die sind nicht so. Der Grünkohl ist schon ein bisschen besser. Sind auch deutlich mehr. Darf ich nicht vergessen. Der Blumenkohl ist auch nicht schlecht, aber der Grünkohl haut richtig rein. Vom Sammeln haben wir was. Ja. 500 durch Sammeln. Und ehrlich gesagt 2000 und etwa. Und das täglich. Wohlgemerkt. Ach ja, die Schleimeier sind doch ganz schön wert. Voll. Also so um die 2000 könnte er täglich einnehmen. 2000 Gold, dafür kann er sich 4 Biere kaufen in der Kneipe. Er wird auf jeden Fall überleben.